Ich melde mich nochmal live, der Ich sag mal Blogger Gunnar Sohn. Und wir stehen ja kurz vor den Essener Zukunftsdialogen, vor dem Start. Das ist ja eine ganze Veranstaltungsserie, die dann stattfindet. Autonome Welten, Sicherheit in vernetzten Systemen. Und mit dabei ist einer, der sich, der mal so einen Grundüberblick machen wird. Autonome Welten, ein Ausblick. Kai Perfels vom Fraunhofer Institut, intelligente Analyse- und Informationssysteme. Aus St. Augustin, nicht weit weg von Bonn-Duisdorf, ne? Also quasi, Genau. wir sind ja mehr oder weniger in der Nachbarschaft, der eine rechtsrheinisch, der andere linksrheinisch. Ja, aber vielleicht, Kai, vielleicht gibst du mal einen kleinen Ausblick auf deinen Vortrag am Donnerstag. Genau. Ich habe den interessanten Part übernehmen dürfen, mal einen Ausblick zu geben und die Risiken ausnahmsweise mal nicht so sehr in Betracht zu ziehen. Das überlasse ich dann dem Kollegen. Insofern würde ich mal schauen, wo stehen wir denn gerade mit der KI? Also warum ist das gerade ein wichtiges Thema? Warum sind wir da gut vorangekommen? Und was sind tatsächlich reale Anwendungsfälle, die es jetzt schon gibt? Und wie sieht da die Zukunft aus? Wie weit wird das gehen? Was ist da zu erwarten? Nun gibt es ja eine Riesendiskussion, mal konstruktiv gesehen, über den Stellenwert der KI-Forschung in Deutschland. Da gab es im Bundestag ja schon heftige Redeschlachten. Ich hatte dazu auch ein Interview mit dem Professor Walster vom DFKI. Der sagte, ja, wir sollten das nicht zu schlecht reden. In Deutschland haben wir eigentlich da schon eine ganz gute Grundlagenforschung gemacht in den letzten 10, 20 Jahren. Also wir müssen uns da nicht verstecken. Wie siehst du das? Genau. Ich denke auch, dass wir uns da nicht verstecken müssen. Auch in den Anwendungsfällen, in den Anwendungsbereichen stehen wir gar nicht so schlecht da in Europa und auch in Deutschland. Glaube aber, dass das nicht so im Fokus ist im Moment oder nicht so gesehen wird, weil wir da sehr stark auch im industriellen Umfeld sind tatsächlich. Das heißt, die Anwendungsfälle sind nicht so populär, weil wir sie nicht auf dem Smartphone rumtragen. Aber tatsächlich genau die Bereiche, wo es für die Wirtschaft interessant ist, da stehen wir gar nicht so schlecht da. Ja, das hat ja, sag mal, auch Professor Simon nochmal bestätigt, ne? Also, dass man häufig in den Debatten um Digitalisierungsthemen immer den Blick auf B2C-Themen richtet, sehr stark sich auch im Silicon Valley nur das betrachtet, was mehr oder weniger, sag mal, das Massenpublikum erreicht und dass wir da, wo wir wirklich gut sind, im industriellen Kontext oder in Nischen, dass das ein bisschen zu kurz kommt und da sind wir eigentlich ganz gut. Genau, das ist dann tatsächlich der Bereich, wo es dann B2B2C ist. Letztendlich ist es auch für den Consumer dann ein relevantes Thema, aber tatsächlich ist man nicht so sichtbar tatsächlich für den Kunden dann in dem Bereich. Aber es gibt ja, sag mal, überall noch Verbesserungsbedarf. Und wir haben ja jetzt eine Enquete-Kommission KI, wir haben den Digitalrat, wir haben einige Kommissionen etc. Es gibt, die Kanzlerin hat das zur Chefsache erklärt. Was muss jetzt, sag mal, in Deutschland noch passieren, beispielsweise im Vergleich zu China, die ja ein Rieseninvestitionsprogramm vorhaben für die KI? Wo sollte, sag mal, Deutschland jetzt Akzente setzen? Ich denke, ein wichtiger Punkt ist auch, dass wir uns mal anschauen, wie können wir die Systeme dann tatsächlich sicher einsetzen? Wie können wir dazu kommen, dass lernende Systeme auch wirklich sicher eingesetzt werden können? Es gibt viele Beispiele, wo man sieht, dass wenn man die Systeme in die freie Wildbahn entlässt und da weiter lernen lässt, was ja die Idee ist, tatsächlich da weiterzukommen, weitere Daten zu sammeln, weiter zu lernen, weiter zu optimieren. Das muss in bestimmten Rahmenbedingungen stehen. Also KI-Systeme in Anwendungen müssen erklärbar sein. Sie müssen verstanden werden von den Anwendern, von denen, die tatsächlich damit interagieren. Man muss dazu kommen, dass man sicherstellt, dass sie ethisch handeln tatsächlich. Und das sind Themen, die sehr spannend sind und die, glaube ich, in Zukunft auch für uns relevant sind und wo man auch ein Augenmerk drauf legen muss, wenn man so weit kommen möchte, dass es tatsächlich relevante Produkte gibt. Dann muss man sicherstellen, dass die auch sicher agieren können. Stichwort ethisch, das ist super, dass du das gesagt hast. Ich komme gerade von einer Vorlesung, ich bin ja auch Dozent an der Hochschule Fresenius und wir machen jetzt eine Projektarbeit und eine Gruppe wird sich dem Thema autonome Steuerung, autonome Systeme unter wirtschaftsethischen Aspekten widmen. Was würdest du den Studierenden dann raten, wo sie Akzente setzen sollten?
Naja, die Akzente zu setzen, ist dann schwierig. Also man muss sehen, dass man tatsächlich betrachtet, welche Auswirkungen hat das. Zum einen, das heißt, man muss die generellen ethischen Fragen stellen, was bringt mir der Einsatz von einer KI, wie handelt sie ethischer tatsächlich als der Mensch, der unter gewissen Stressbedingungen, Ermüdungserscheinungen und Ähnliches auch nicht immer die ethische Messlatte ganz hoch legt. Das heißt, können wir da besser sein mit KI-Systemen eventuell sogar? Und wie können wir sicherstellen, dass wir das unter allen Umständen garantieren können tatsächlich? Weil das ist, glaube ich, schwer zu vermitteln. Gutes Beispiel, autonomes Fahren. Ich bin davon überzeugt, wenn wir autonom fahren würden, ist in vielen Bereichen wir deutlich weniger Unfälle haben. Aber was machen wir, wenn eine KI tatsächlich einen Unfall mit Personenschaden verursacht hat? Die Diskussion muss man führen. Die führen wir auch nicht so intensiv bei dem nicht autonomen Fahren. Das heißt, es gibt jedes Jahr jede Menge Verkehrstote. Die Diskussion wird da nicht besonders intensiv geführt. Wenn wir dann aber sagen, wir haben autonomes Fahren, wir möchten, dass die Maschine fährt, dann sind das Themen, die man einfach diskutieren muss. Hm. Was glaubst du, in welcher Branche kommt zuerst der Durchbruch? Also ich habe so den Eindruck, dass es zuerst in der Logistikbranche passiert. Das ist meine These. Ja? Das autonome Fahren jetzt? Ja, das autonome Fahren. Bei LKWs beispielsweise. Genau. Also ich denke, es ist auf jeden Fall für sehr strukturierte Umgebungen besonders interessant. Das heißt natürlich Autobahnfahrten, das lässt sich heute eigentlich schon autonom bewerkstelligen. Das unter guten Rahmenbedingungen, gute Wetterbedingungen in strukturierten Bereichen wie Autobahnen ist das Problem im Prinzip gelöst. Das heißt, Logistikbranche ist sehr interessant. Da ist dann aber auch tatsächlich spannend, wie integriert man das? Das heißt, die Autobahnfahrt, die wird relativ leicht zu meistern sein, wenn man dann tatsächlich aber von der Autobahn in den kleinen Supermarkt auf dem Dorf kommen möchte, da muss man dann das Gesamtsystem betrachten und sehen, wie das dann ineinander greift. Ja, vor allen Dingen dann auch im internationalen Kontext sowieso, ne? Also auch, glaube ich, eine schwierige Herausforderung. Ja, was erwartest du dir vom Donnerstag? Spannende Diskussionen auf jeden Fall. Ich werde ein paar Anwendungsfälle mitbringen und freue mich darauf, die zu diskutieren, zu sehen, wie weit können wir da kommen, was sind die Rahmenbedingungen, was müssen wir beachten und auch, was muss die Gesellschaft diskutieren. Das sind, glaube ich, spannende Fragestellungen. Es wird sich etwas ändern, das lässt sich nicht verhindern, und welche Themen müssen angestoßen werden, welche Themen müssen gesellschaftlich diskutiert werden, welche Themen muss die Politik diskutieren. Hm. Zum Abschluss, was werden wir jetzt nochmal in den nächsten Jahren erleben, auch von der politischen Seite? Glaubst du, dass von den Protagonisten, die natürlich auch da eine wichtige Rolle spielen, wie Fraunhofer, Professor Walzer, DFKI etc., haben wir da genügend Schwergewichte, um auch dann die richtigen Akzente in der Politik zu setzen? Ich denke, da sind wir ganz gut aufgestellt und können die Diskussion eigentlich da gut vorantreiben. Mhm. Ja, alles Weitere werden wir dann um 18 Uhr am Donnerstag ab 18 Uhr dann diskutieren. Das Ganze wird ja auch live übertragen. Ihr seid dann auch gefordert, ne, Fragen zu stellen an die Experten über die Kommentarfunktion von Facebook, die mir dann als Operator dann angezeigt wird. Und ich werde das natürlich dann über ganz analog, ja, mit Notizzetteln dann an die Moderation dann weitergeben, sodass also wirklich alle Diskussionsbeiträge, Meinungsbeiträge oder auch Fragen von euch natürlich dann in die Diskussion eingeführt werden. Okay, ja, Kai, also dann sind wir sehr gespannt. Ihr könnt euch übrigens auch noch anmelden, ne? Also wir packen nochmal den Link zur Website unter das Video, denn der Veranstalter braucht natürlich eine gewisse Prognose, ne, wie viele Leute kommen für Getränke und Canapés und anderen Dingen. Also meldet euch bitte an und man hört, sieht und streamt sich dann spätestens am Donnerstag ab 18 Uhr. Kai, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.